Moin Moin und hoffentlich ein letztes Mal zurück in Rusty Bucket Bay. So dampft mir nämlich auch gerade der Kopf. Was fehlt uns denn noch? Ein Jinjo. Der orangefarbene. Stimmt, den habe ich gesucht und bin hier beim letzten Mal eigentlich hier hoch. Eine leere Honigwabe, aber die hatten wir auch noch. Da habe ich nämlich jetzt eine Ahnung, wo die sein könnte. Auch wenn das ziemlich dreist wäre. Und ein Puzzleteil. Und die ganzen Noten. Ha, ha, Das wird lustig. Ja, wenn man denkt, man kann es total stylisch machen und verkackt es dann. Aber ehrlich gesagt, ich kann mir jetzt nur noch denken. Gut, den hätte ich eigentlich verpasst. Also ich kann mir jetzt einfach nur noch denken, dass der orangefarbene Banjo irgendwo. Warum sage ich eigentlich Banjo? Aber der Jinjo muss wahrscheinlich irgendwo auf einem Kran sein oder so. Alter, was für Zähne, ey. Wie er einem so zuzwinkert, ist ja unheimlich. So, aber hier hatten wir erstens mal die Noten, glaube ich, 4 Stück. Oh nee, und ich muss ja da nochmal rein, ne? Ist nicht dein Ernst, oder? Da waren, glaube ich, die Mumuschädel. Und die Noten. Nein. Okay, ich meine, ich habe das schlimmste Puzzleteil geholt, aber trotzdem. Da noch mal rein. Aber dann ist er mal fertig mit Trollen, ey. Dann mache ich es lieber jetzt gleich. Dann haben wir es hinter uns. Oh Mann. Angst. Ich hoffe, irgendjemand hat Banjos Windeln gewechselt in der Zwischenzeit. Guck mal, wie ich schon wieder zu viel Angst habe, den Gegner anzugreifen, ne? Ja, super. Das ist einfach genauso schlimm. Nochmal. So, okay. Oh nee, und die halten nur ganz kurz an. Das heißt, man muss da ans Ende rennen. Ein Salto machen, den Mumbo-Schädel mitnehmen. Wenn ich jetzt noch wüsste, ne? Ich glaube nämlich, dass die Dinger auch ganz anhalten, wenn ich noch so einen Schalter habe. Ach nee. Ich weiß es nicht mehr. Das ist doch... Oh komm. Sag mir bitte, dass ich recht habe. Ich meine, ja, das macht mit den Turbinen hier was, aber ich glaube, der Rest wird ja auch langsamer. Bitte? Danke. Nee. Gut, immerhin komme ich an die Noten dran. Aha. Jetzt sehe ich wieder nichts. Nee. Zwar die Kamera nicht richtig. Der R-Knopf dann Freund und Helfer. Oh Gott.
Scheiß, die wandern. Warum? Also ich bin ehrlich versucht, einfach die Noten alle zu holen, weil sonst fange ich ja wieder von vorne an. Und dann die Mumbo-Schädel oder so. Oh nee. Was zum... Nein, nein! Ha, 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 ha. Das hätte... Boah. Ist jetzt nicht wahr, ne? Es ist nicht wahr. Jetzt traue ich mich wieder nicht. Also am besten hole ich wirklich direkt den Mumbo-Schädel da. Erst die Noten, dann den... Das ist wirklich das Schlimmste, was sie hier einmal angetan haben. Dieses Level. Dieser... Wie ein einzelner Raum einem so zerstören kann. Innerlich und äußerlich. Guck dir den Bären an. Nicht, als hätte der eh schon plattgetretene Füße gehabt, aber... Okay, raus, raus hier, raus. Ich mach die Mumbo-Schädel einfach, wenn ich alle Noten hab. Das ist mir zu heikel. So, aber wir haben, glaube ich, hier die letzte Honigwabe, genau. Und das war auch so ein Ding. Der Sam hat mir dann den Screenshot geschickt und ich dachte mir, ja, guck dir das Ding da oben an. Für mich hat das so ausgesehen, als wäre das einfach Deko. Und ja, ist es. Es ist ein fucking Loch. Für mich sah das einfach so aus wie so ein Knopf, der da drin ist oder irgendwas. Ist nicht wahr, ey. Das ist nicht wahr. Ich bin 50 Mal vorbeigelaufen und der schickte mir den Screenshot und ich denke mir so, ja, da oben ist dieses Ding in der Wand, aber das ist halt einfach so ein Knubbel, so ein Deko-Teil. Nö, dann ist das einfach nur ein Gang und da ist ein leere Honigwabe drin. Ich hätte, glaube ich, allein nie dran gedacht, da nochmal zu suchen, ganz ehrlich. Weil ich einfach so felsenfest davon überzeugt war, dass das Deko ist. So, aber gut, also wir müssen eh alles nochmal angucken, um die Noten zu finden. Aber ich muss auch irgendwie hier zu den Krähen. Ich kann mir sonst nicht vorstellen, wo der orangefarbene Jinjo sein soll. Außer auf den Krähen, weil wir kommen da ja auf die letzten Krähen auch gar nicht so drauf. Nicht den hier. Da ist eine Platte und da sind Noten und wir kommen weder von links noch von rechts da drauf. Ja, ich muss nämlich wieder hier auf die Kiste. So schaut's aus. Ba, 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 wa. Aber immerhin, Maschinenraum, Noten, Puzzleteil, safe. Na, so optisch hat's ja schon was, muss ich zugeben. Aber mit diesem Raum und mit diesem ganzen verseuchten Wasser und die Musik halt leider auch, also es ist irgendwie nicht mein Level. Ich kann mir nicht helfen. Es ist schon echt in sich stimmig gemacht, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Es hat einfach keine schöne Umgebung auch irgendwie. Jetzt verglichen mit zum Beispiel, oh, Freezeezy Peak finde ich einfach unheimlich geil gemacht. Oder Monsters Mansion. Da geht ja gar nichts drüber. Ja, ich nehme erstmal die Noten mit. Ich komme zwar, denke ich mal, mit der Sprungplatte auch wieder hoch, aber... was macht das eigentlich? Und wo ist der Jinjo? Ich bin ja eigentlich für den Jinjo hier her. Ist da noch ein Puzzleteil? Hä? Ich aktiviere jetzt einfach mal den Weg hierher. Für den Fall das und so. Wow.
Also noch bescheideneren Weg hätten sie sich nicht überlegen können. Aber was ist da jetzt? Oder ist der Jinjo hier am Schluss? Das kann ich mir auch gut vorstellen. Einfach weil der Weg so scheiße gemacht. Ja. Okay. Natürlich. Natürlich. Wie ist der denn da hingekommen, sag mal? Wer hat den denn da geparkt? Ich meine, nur weil du irgendwo einen freien Parkplatz hast, fährst du ja nicht nach Timbuktu. Ach, komm. Ja. Und das letzte Puzzleteil, was uns noch gefehlt hat, waren doch natürlich die Jinjos. Ja? Ja. Super. Jetzt hat mich das Level schon so zerprügelt im Kopf, dass ich vergessen habe, dass die ein Puzzleteil geben. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich wirklich nur noch die Noten. Klingt irgendwie total simpel, aber das kann es, glaube ich, nicht sein. Sollte es wirklich jetzt soweit sein, ja? Das Martyrium überstanden? Keine Tode durch Maschinenteile mehr? Ist die Frage, ob ich erstmal außen um alles abgehe oder hier die... Ich glaube, ich fange mal irgendwo hier bei den ganzen Fenstern und Luken und 79. Es sind gar nicht mehr so viele. Oh, und das war gut. Ach, oh, oh, oh. Guck mal, wie sie hier ihre Bildchen hängen haben. So, so, die Schlinge. Hi, hi. Ja, tschüss, tschüss. Du sagst hi, ich sag tschüss. Wir können auch heiraten. Ich fang an. Hammer, hi. Und jetzt kommst du. Das war, glaube ich, nix, nee. Jetzt werde ich schon paranoid. Dass ich auch ja alle Noten finde. Was war hier? Mhm. Einfach eine schöne TNT-Kiste ins Gesicht. Oh, doch waren da Noten. Es wird. Ich habe nur irgendwie ein bisschen Angst, dass wir jetzt zwei oder drei irgendwo verpassen und dann einfach dieses ganze gottverdammte Level nochmal absuchen müssen. Ey, bloß nicht, ey. Ist klar. Sonst noch extra Wünsche? Und dann furzt er einen noch an. Normalzeit. So, aber hier hatten wir alles. Ich glaube, die Seite können wir auch komplett abhaken. Ja, hier waren wir überall. Okay. Dann können wir nämlich hier auf der Seite vom Schiff alles machen. Und dann müssen wir im Prinzip nur noch außen rum. Hier geht's nochmal rein. Oh. Uah. Also auf jeden Fall waren noch welche in der Küche. Wo sind wir jetzt? Oh. Never mind. Hi, tschüss. Also sag mal, jetzt ist doch aber auch mal gut. Ich glaube, ich mache irgendwie drei Kreuze, wenn ich aus dem Level raus bin. Oder drei Kreise. Warum macht eigentlich niemand Kreise? Warum macht eigentlich jeder Kreuze?
Der ist fake, genau. Da war nichts mehr. Da noch mal rein. Und dann ist hier neben noch was. Und das war's, glaube ich. Oh, und jetzt sind wir wieder in der Küche. Boah, das wird aber auch knapp 93. Guck mal, eins noch richtig schön versteckelt hier. Eins hier und ein 3. Puh. Wo sind denn noch welche dann? Also die hatte ich noch im Kopf. Und dann? Boah, noch 3 Stück. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. An den 3 scheitert es dann. Nee, nix. Hi. Tschüss. Arrivederci. Ciao. Bis nie mal wiedersehen. Ja, aber gut, ich glaube, ja gut, da nochmal gucken. Und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als irgendwie nochmal einmal außen rum zu... Oh. Jawohl. Jawohl. Oh. Okay, ich habe mich noch nie so über 100 Noten gefreut. Gut, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch in den Maschinenraum und gucken, dass wir die Mumbo-Schädel bekommen. Und das sollte es ja eigentlich dann... Yep, das war's eigentlich dann. Ah. Erleichterung breitet sich aus. Was ein Dreckskacklevel. Aber gut, wir haben 2 Mumbo-Schädel. Wobei das Gute halt echt jetzt ist, wenn wir sterben, ist scheißegal, dann renne ich halt hier einfach nochmal rein. Aber ich verliere keine Noten mehr dabei, das ist das Wichtige. So. Warten, bis es aufhört. Holen. Zurück, zurück, zurück. Autsch. Autsch, der tat weh. Nochmal, nochmal. Nicht die Mama. Aber einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Aber das macht jetzt auch nichts mehr. Den hole ich noch und dann ist gut. Dann war's das. Ein für alle Mal. Ciao, Maschinenraum. Ciao bis niemals wieder. Nicht in dem Leben. Im nächsten bitte auch nicht. Es reicht. Es ist Ende Gelände. Fertig. Jetzt laufe ich gerade grundverkehrt, oder? Aber nee, eigentlich nicht. Ich brauche noch diesen... Aber ich bin trotzdem verkehrt. Ich brauche noch diesen einen Schalter, oder nicht? Och, nö. Oder? Ich will es jetzt aber nicht riskieren. Ich glaube, ich brauche den trotzdem. Weil sich die Dinger ja sonst nicht langsamer drehen. Rein mit dir jetzt! Ich glaube, es geht los. Ne, den bräuchte ich, den brauche ich doch so oder so. Woo!
Okay, Versuch Nummer 2. Letzter Momo-Schädel. Okay, warten, warten. Wer war da jetzt wieder fehlen, ist mir das auch ehrlich gesagt völlig egal. Dann haben wir's. Ende Gelände. Raus, raus. Niemals wieder. Oh, 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 oh. Oh. Was geht? LOL! Hätten wir das nicht beim ersten Mal so haben können? Jetzt aber raus! Jetzt aber raus, sonst sonst wachse ich hier mit den Füßen fest und komme nie wieder raus. Was hat mich dieser Maschinenraum Nerven gekostet? Die kriege ich niemals wieder zurück. Die sind tot. Ausgenervt. Weg hier. Raus. Tschüss Hai. Tschüss Ölsiffe. Tschüss Mumbo-Schädel. Tschüss. Ist das das einzige Level ohne Mumbo? Und ich denke, geh sterben für diese Drecksschädel. Da lacht sie einem noch kacke dreist aus, die alte Hexe. Boah, aber ich... Stein der Erleichterung, ganzes Gebirge. Wenn es jetzt irgendwo gekracht hat, das ist gerade alles von mir runtergefallen, ja. Aber wie komme ich jetzt nochmal zu... Klick-Clockwood? Nö, hier war Rusty Bucket Bay. Rusty Bucket Bay. Nee, das... Niemals wieder. Nein. Da ging es, glaube ich, da war ein Gitter drin. Aber ich muss trotzdem noch mal gucken. Vielleicht ist es ja auch ein Durchgang. Nee, okay. Dann hatte ich das richtig im Kopf. Hör doch mal einmal auf, mich zu dissen, du alte Schnappnelle. Ich muss jetzt ehrlich noch mal gucken. Ich habe keine Ahnung. Aber es muss ja irgendwo in der Nähe gewesen sein. Da war doch auch noch was. Nee, da war... Oh! Da war Monsters Menschen. Das wird, glaube ich, wieder eine kleine Wanderschaft. Ich hatte gedacht, bei Ihnen zum Tentakel war noch ein Puzzleteil, aber ich glaube sogar, wir haben das schon geholt. Ich habe es bloß wieder vergessen. Ja, aber gut, dann war das auch ein Fehlalarm. Oh,
Dann war es hier irgendwo. Irgendwo muss doch noch was sein. Aha, ja doch. Doch, hier rein, oder? Oder? Oh, und da ist ja noch ein Puzzleteil. Trollolol. Fast vergessen. Hier ist nix. Sieht aber auch ein bisschen klein aus. Das macht Sinn. Oh, mit Zeit? Was? Hoch mit dir! Banjo! Das wär's jetzt noch gewesen, ey. Bums. Aber wenn es da jetzt nicht nach Click-Clockwood geht, dann weiß ich auch nicht. Nee, ich wollte eigentlich... Nee, auch nicht. Danke. Ja, da ist es. Oh, wunderbar. Da ist noch ein Kessel. Oh, ich glaube, damit hat's... Ja, doch. Damit hat's, glaube ich, auch was auf sich. Ich bin mir gerade nur nicht mehr sicher. Ich muss das mal im Kopf durchdenken. Ich habe gerade sowas im Hinterkopf, aber ich... Ich muss das nochmal so runterrattern lassen, so im Background. Ob das auch stimmt. Oder ich bring's durcheinander, aber ich glaube, da war... Weil hier war der Eingang nicht. Aber ganz ehrlich, ich trau mir jetzt irgendwie nicht mehr. Ich bin einfach so fertig. Ich glaube, da war das Finale drin. Weil das Schild hängt noch nicht. Da ist noch mal eine Platte. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, ich hatte das richtig im Kopf und es hat mit den Kesseln zu tun. Ich will jetzt aber trotzdem da vorne noch mal ganz kurz gucken. Wobei, das machen wir, glaube ich, beim nächsten Mal. Jo, und dann würde ich sagen, gucken wir mal da weiter. Bis dann!